Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Freedom Fighters. Okay, sicher. Richtig verstanden. Rücken in die Luft sprengen ist mal wieder angesagt. Und ich guck gerade mal eben, wir haben genau zwei C4 dabei. Das sieht doch schön mal gut aus. Und hier können wir gleich schon mit der ersten anfangen. So. Auf geht's hier. Ab, ab, weg, 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 weg. Oh, okay. Munition ist schon alle. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nach oben, ich will nach oben. Komm schon, aua, ich will dich verkloppen. So, klopp, klopp, klopp. Kann ich nämlich von hier oben mit Granaten helfen. Oh, es regnet Granaten. So, du kriegst auch was ab. Wo ist denn hier noch einer? Da unten. Und ihr kriegt auch. Haha. Ich finde das super gerade. Kommt hier ein Zug? Nein, aber da kommt eine Granate geflogen. So, wir haben noch 4 Schuss mit dem Scharfschützengewehr. Und ich sehe gerade, da ist ein Scharfschütze. Zack, erledigt. Na komm. So. Dann nehmen wir jetzt wieder das hier. Das ist ja auch okay. Wo sind wir denn da oben? Müssen wir eigentlich mal erstmal wieder runter zur anderen Brücke. Bevor wir jetzt hier über die Schienen weiter... Obwohl, wir können ja über die Schienen laufen. Und dann da rechts einfach runter. Ja, das sollte ja nicht das Problem sein. Uah, da kommt plötzlich ein Zug angefahren. Genau, und da sind die Gefangenen da in der Ecke. Und, schade, wir können nicht einfach auf den Zug aufspringen. Und das Lagerhaus. Bist du auch mal irgendwann zu Ende hier? Wir möchten hier... Ah, da. Wir möchten nämlich gerne vorbei. Ah, so ist das hier, Kumpel. Das ist hier... Schleicht er sich einfach an. Wo waren hier gerade Waffen tauschen? Da. Ach, eine Schrotflinte. Na, super. Naja, besser als unbewaffnet. So, ihr da unten habt jetzt natürlich ganz viel Spaß mit mir. Weil wir jetzt von hier oben natürlich die ganzen MG-Stellungen einfach bewerfen können. Und dadurch ja, ist doch natürlich taktischer Vorteil. Nachdem wir auch den Scharfschützen da erledigt haben. Aha, haha. Viel Spaß hier. Fress das. Schnuppergas, Bösewicht. Ja. Ihr da hinten kriegt auch noch eine Portion ab. Komm schon. Ah, okay. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber da können wir wieder die Waffe mitnehmen. Das war schon mal schön. Da, genau, hier schön. Hier hin zum Scharfschützen in sein Haus. So. Kollege Schnürschmier, komm her. Ich lass das hier wird helfen. Scharfschützengewehr, glaube ich, erstmal liegen. Und werde jetzt ein bisschen mehr. Ich werde deinen Befehl. Oder? Nee, ich nehme es doch mit. Ich kann nicht anders. Ich muss es mitnehmen. Ich brauche es. Und wir sehen ja, dass das auch gar nicht so verkehrt ist, das jetzt mitzunehmen. Da war nämlich noch einer, der uns natürlich jetzt nicht gesehen hat. Und auch der hat es jetzt hinter sich.
okay. Ja, wir springen aus dem Fenster. Ach, weil der Dachbalken hat gehalten. Aha, interessant. Einfach hier weiter. Und dann nehme ich hier Richtung Brücke. Und hallo Maschinengewehr. Du bist erledigt. Komm schon. Komm. Ja. So ist das. Ein Maschinengewehr. Komm weg hier. Was? Nein, nicht Waffen tauschen. Bist du doof? So, ja, ich, Pistolenmunition muss ich mal wieder einsammeln. Das wäre mal sehr hilfreich. Aber hier lässt ja keiner Pistolenmunition fallen. Was soll denn der Scheiß? Kommt schon. Holt sie euch. Holt sie euch. Gut, dann müssen wir das wieder so machen. Ist ja erledigt. Hier stehen bleiben, warten und die so erledigen. Erstmal. Und wenn das Scharfschützengewehr wieder alle ist, dann hole ich neue Waffen. Oder eine andere Waffe oder wie auch immer. Aber jetzt springen wir noch die Brücke in die Luft. Und werden dann die Gefangenen befreien. Und dann haben wir hier in der Zone auch erstmal wieder einigermaßen was erledigt. Aha. Na? Feindliches Fahrzeug nähert sich. Ja, feindliches Fahrzeug ist egal. Ach, ich glaub, fährt ja einfach unseren Macker hier um. Vielen Dank. Da konntest du es mal. So. Nee, gut, mit dem Scharfschützengewehr, das bringt da jetzt nicht viel. Deswegen nehmen wir das jetzt mit. Hoffentlich kriege ich noch ein bisschen Munition. Nee, Granaten. Achso, nee, du bist ja unser. Ah, ja. Und schon wieder, Munition alle. Also ich habe gerade ein bisschen Munitionsknappheit. Aua. So. Waffen tauschen, danke. So, erste Hilfe. Das ist hier, wir stürmen ja schon das Lagerhaus halb. Ich möchte aber... Och nee, jetzt müssen wir ganz zurück zu den Gefangenen, oder wie? Können wir da nicht durchs Lagerhaus und dann hinten rein? Ich probiere das mal. Wir müssen ja die Flagge sonst nicht hissen. Wenn es nicht gehen sollte. Denn die Brücken haben wir ja gesprengt. Und schon wieder keine Munition. Na super. Ich krieg gleich ein zu viel. Mal hier ein bisschen einsammeln. Tack, 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 tack. Geht doch. Wir sind innerhalb ihrer Sichtweite. Ach, ja. So ist das. Zack. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein hier. Ach, du schon wieder. Jedes Mal. Oh, Waffen tauschen. Das mache ich. Hier liegen ein paar mehr von denen rum. Komm schon. Hier lang. Können wir zu den Gefangenen, ohne außen rumlaufen zu müssen? Das ist jetzt hier die große Frage, die ich mir stelle. Ich hoffe ja. Ich hoffe es wirklich. Das wäre super. Das wäre richtig super. Wenn nicht, laufen wir hier gerade umsonst lang, denn ich werde erst die Gefangenen befreien, bevor wir hier die Flagge hissen. So viel steht schon mal fest. Ganz definitiv. Komm schon. Leg den nieder.
Geht schon. So. Neue Munition. Neue Munition. Noch Munition. So, da ist die Flagge. Und die Gefangenen sind hier hinten. Gitter. Ja, Gitter. Und hier. Na. Oh. Dadurch, dass der eine Balken gehalten hat, funktioniert's doch. Ja, so mein Freund hier. Mal eben schnell hoch hier. Schon hoch, 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 hoch. Ah, das ist gerade nicht so schön hier gewesen. Es ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, das war auch nicht so beabsichtigt, dass man da von dem Dach runterspringen kann. Au, 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 au. Oh, fast tot hier. Oh. Dieses Maschinengewehr, was die Leute da haben. Oh, wo kommst du noch einmal angesprungen? Alter. Verjag mich doch nicht so. Ja, dieses Maschinengewehr hat schon ordentlich in sich. Und dadurch, dass wir da runtergesprungen sind, müssen wir natürlich auf unsere Leute ein bisschen verzichten. Die uns jetzt natürlich im Kampf fehlen. Und da fliegen die ganze Zeit Granaten. Du dumme Sau, das kann ich auch. Ah, komm hier. Granate. Hallo. So. Stirb. Du auch. So, dich lasse ich in die Luft fliegen. Das ist doch schon mal sehr schön. Gehen wir hier hoch. Da ist ja noch einer. Und hier oben ist Munition. So, runter. Zack. Den Schaden nehme ich jetzt in Kauf. So, Kanalisation, C4 platzieren. Ich habe kein C4. Ja. Mensch, super. Dann gehen wir jetzt erstmal, öffnen wir hier die Kanalisation und gehen in die Rebellenbasis zurück, um C4 zu holen. Das können wir ja zum Glück mal. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Denn jetzt wird auch das Lagerhaus wieder befestigt sein. Naja, bis dann, gehabt euch wohl.